Inwieweit kann da überhaupt die Volleyball-Tempel-Atmosphäre aufkommen und inwieweit beeinträchtigen uns diese Zuschauereinschränkungen auch jetzt rein? Ja, erstmal wirtschaftlich gesehen ist das natürlich für uns überhaupt nicht tragbar, weil mit dieser Zuschauereinnahme machen wir an jedem Spieltag Verluste. Aber das nehmen wir in Kauf, das ist einkalkuliert jetzt. Das kann natürlich kein Dauerzustand sein, das kann man für einige Spiele sicherlich überstehen. Vielleicht mit der Unterstützung, die wir seitens des Senats bekommen haben, und an der Stelle seitens der BR Volley und auch, glaube ich, einiger anderer Profiklubs, die in der Halle ihren Sport treiben, dem Senat sehr dankbar sein, dass durch diese Verbindung, also durch dieses Abkommen, was wir getroffen haben, dass uns eine wichtige finanzielle Hilfe zugutekommt. Darüber hinaus hoffen wir, dass wir auch an diesem 200-Millionen-Paket des Bundes partizipieren können. Da sind die Regularien jetzt recht umfangreich bzw. auch kompliziert und auch ein bisschen abweichend von dem Ursprungsgedanken jetzt gefasst. Da sind wir auch in Diskussion. Auf jeden Fall ohne diese Unterstützungsmaßnahmen kann man klipp und klar sagen, hätten die BR Volleys die Lichter für diese Saison ausmachen müssen. Das hätte es nicht, wir hätten die Saison nicht bestreiten können. Dann hat das natürlich Konsequenzen für die Atmosphäre in der Halle. Wir sind zwar froh, sagen zu können, wir sind ausverkauft, aber weil wir in der Tat alle möglichen Karten, die wir zur Verfügung haben für den freien Verkauf, inzwischen auch alle verkauft haben. Das ist eine gute Nachricht in dieser Situation. Aber da reden wir von 550 Karten. Was das bedeutet im Verhältnis zu so einem Spiel gegen Düren, ich schätze mal, unter normalen Umständen hätten wir zwischen 5.000 und 6.000 Zuschauer erwartet. Was das heißt, können Sie sich ja ausrechnen. Das ist eine äußerst dramatische Situation und wie ich vorhin sagte, es geht tatsächlich ums Überleben und um das Zeigen, dass man noch da ist und dass man die Verbindung zu seinen Fans und seinen Freunden nicht verliert. Wir haben 10 Jahre lang an diesem Projekt gearbeitet. Wir haben 10 Jahre lang Tag und Nacht dafür uns eingesetzt, Volleyball in Berlin salonfähig zu machen mit dieser großen Fan- und Unterstützungsgemeinde. Heute müssen wir auf der einen Seite damit, uns auseinandersetzen, dass viele unserer Partner selber in wirtschaftlich schwierigen Zeiten sind, ihre Leistungen so nicht bringen können, dass sie uns natürlich auch zu Recht fragen, ja, wenn ich das Gleiche aufbringe, was ich normalerweise aufbringe, aber der Werbeeffekt, eure Leistung auf der anderen Seite, ist doch nicht das Gleiche. Das heißt also, es geht jetzt nur darum, wirklich emotional dann auch noch derjenige, der sich das erlauben kann, auch wirtschaftlich hier weiterzumachen, dass er uns weiter unterstützt. Und dann auch abgesehen von dem Geld und von den Sponsoringleistungen, was mir persönlich sehr, sehr weh tut, ist, dass diese große Fangemeinde, die wir aufgebaut haben in den letzten Jahren, dass sie einfach die Bindung zu uns verliert, dass sie möglicherweise den Spaß daran verliert, weil alle Leute loben die Atmosphäre in der Marc-Schneeling-Halle während eines Volleyballspiels. Und jetzt ist die Frage unter diesen Bedingungen, wie annähernd können wir da drankommen? Das ist auch für uns ein Testballon. Wie annähernd können wir da drankommen, dass die Leute sagen, okay, das kann ich für eine Saison mitmachen. Und nicht nach dem ersten Spiel die Hälfte sagt, da brauche ich nicht nochmal hinzugehen. Ja, in der Tat, so dramatisch ist das. Ich bin wirklich, weiß Gott, keiner, der schwarz malt, aber das sind die Ängste, die wir heute haben, dass wir diese Bindung, diese Anhängerschaft, diese Emotion, diese Empathie, diese Begeisterung, die wir für den Volleyball in dieser Stadt entfacht haben, dass dies einfach verloren geht. Das sind unsere Ängste.